Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Ja, ich warte gerade, dass ein Solo-Null-Bauen-Match beginnt. Ja. Ansonsten hier alles soweit erledigt. Hier ist ein bisschen was offen, was mich nicht wirklich juckt. Hier warte ich ab. Kommt heute wieder ein bisschen was. Hier, die werden wir noch machen. Die geben schön XP. Hier muss ich auch auf heute. Ja. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge seht, aber muss ich abwarten. Wie man gesehen hat. Ich wollte jetzt eigentlich schon eine Aufgabe verfolgen. Komplett vergessen einzustellen. Nur dann. Werden wir aber gleich noch machen. Söhchen. Das haben wir. Da gucken wir mal hier. Fange Fische. Ja. Das wird im Solo ein bisschen schwer werden. Das hier auch. Die Barren aus. Verkaufe beim Verkaufsautomaten. Ja, das werden wir doch hinkriegen, oder? Öffne Tresore 0 von 5. Wow. Ich weiß nicht, wie man die öffnet. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Karte. Wo gehen wir hin? Ja, wo gehen wir hin? Das ist eine gute Frage. Wo sieht es schön aus? Eigentlich nirgendwo. Wir fliegen mal in die Richtung. Und ihr seht, ich habe den Eivor-Skin mir gegönnt. Muss ja auch sein. Denn ich liebe Assassin's Creed Valhalla. Ich habe das Spiel zweimal durch. Mit allen DLCs, die es gibt. Die es bis jetzt gibt. Wirklich zweimal schön durchgespielt mit unterschiedlichen Antworten. Einmal noch Barbar-mäßig. Und tschüss. Ich höre dich. Scheiße, was war denn das? Mit einer Goldene, willst du mich verarschen? Wo hat er die her? Wo hat er die Goldene her? Und woher wusste der, dass ich dort bin? Das konnte der gar nicht sehen. Alter, ja, ich und meine Kinder haben in letzter Zeit nämlich sehr viele Spiele erlebt, die wir haben uns jeder in einem anderen Haus versteckt. Und die Spieler sind gezielt zu dritt, zu viert immer dahin, haben sich ihn gesnackt, sind dann gezielt auf den nächsten los. Als ob die einen Wallhack anhatten, als ob die irgendwas anhatten, was denen zeigt, wo man ist. Ich weiß, dass man die Grafikeinstellung so weit minimieren kann, dass Büsche, Gras, Bäume, alles ausgeblendet wird. Ob da auch Bäume ausgeblendet wird, das weiß ich nicht. Möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht herausfinden, ne? Können wir mal ganz kurz lunsen hier. Ja, Verbindung. Irgendwo kann man das doch einstellen, dass das eben so ekelhaft ist, dass wirklich hier Texturen und auflösende Texturen, und das kann man alles ausschalten, dann sieht man gar nichts mehr auf der Map. Und sowas ist einfach nur asozial, wenn die Leute so spielen. Sorry, das ist meine Ansicht der Dinge.
so spielt man ein Spiel nicht. Wenn, dann will man alles haben, weil man will ja das Spiel genießen, ne? Und nicht von irgendwelchen Idioten, die alles ausschalten, die ganze Zeit weggeknallt werden. Sowas gehört sich nicht. Fortnite hat Häuser, hat Bäume, hat Gebüsche, hat Gras. Muss alles im Spiel zu sehen sein. Wenn ich das ausschalte, könnte ich auch tausende Leute durch die Mauer sehen und naja, egal. Nächste Runde, nächstes Glück. Mal gucken, welcher Platz wir jetzt werden. Aber ich finde sowas einfach nur assi. Ist meine Ansicht der Dinge. Ich finde das asozial. So spielen nur Versager in meinen Augen. So, ich muss noch viermal irgendwo was kaufen. Und dann hätten wir alles soweit. Was haben wir hier? Ja, komm, wir nehmen das mal mit. Wenn es scheiß Waffen sind gerade. Die geben zwar nicht viel, kommen trotzdem mit. Alter. Die größte Rotzwaffe, die es gibt, mit der kann ich überhaupt nicht umgehen. Ach komm, jetzt krieg ich hier noch einen grünen. Machen wir mal den hier. Ich bräuchte eventuell noch eine bessere Pump. Und da oben ist noch eine Kiste. Da hat mich mein Sohn darauf hingewiesen, dass da oben eine Kiste ist. Die hab ich immer übersehen, wenn ich hier war. Wir sind sogar mitten in der Zone, das läuft. Gold brauche ich noch ein bisschen. Boogie-Bomben nehmen wir auch noch mal mit hier. Habe ich ernsthaft die Waffe jetzt nicht mitgenommen? Wow. Ah, die hat kein Visier drauf. Kann das sein? Doch. Nee, da möchte ich ungern hin. Ah, so eine kleine Pump wäre noch geil. Das wäre jetzt noch nice. Was haben wir denn hier? Oh. Das ist auch die größte Rotzerfindung in Fortnite, diese hässliche Jagdschrotflinte. Ey, beim besten Willen, wer spielt damit? Ich nicht. Gab zwar eine Aufgabe mit der, aber...
Scheiße. Hat aber gut kassiert, muss ich sagen. Ja, nee, lass mal. Ich hör da was. Na, lasst mal das Haus hier gehen. Aber bitte mit Bedacht. Der wird da hierher kommen. Ich habe keinen Raketenwerfer, lol. War das Auto von vorhin, der einfach abgehauen ist. Alter, was? Ach komm, ey. Irgendwie läuft's in der Runde nicht. Egal. Ja, zum Thema Wallhack und Grafik runterstellen, dass man auf der Map nichts mehr sieht, außer Spieler. Schreibt's mir dazu gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich finde sowas komplett asozial, wenn man die Grafik so runterschraubt. Das gehört sich nicht in einem Spiel. Und wenn man nicht den besten PC hat, sollte man es gar nicht erst spielen, ganz einfach. Und wenn man nur so spielen kann, weil man sonst verliert, wenn Bäume und Häuser in der Nähe sind, dann sollte man es auch nicht spielen. Schreibt mir gern alles dazu in die Kommentare. Hate-Kommentare werden natürlich gelöscht. No, auf meinem YouTube-Channel herrscht Hausrecht. Und ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.